damit zu Friederike Hofmann in Paris. Einen ersten Hinweis darauf, wie die Mehrheiten im Parlament künftig zusammenarbeiten könnten oder auch nicht, den gibt oder gab es heute bei der Wahl des Parlamentspräsidenten. Wie ist die Wahl denn ausgegangen? Ja, das ist die erste Amtshandlung heute in der ersten Sitzung der Nationalversammlung und sie hat noch kein klares Ergebnis. Wir haben den ersten Wahlgang hinter uns, aber es hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Ich habe gerade die aktuellsten Zahlen. Der weit vorne liegende ist André Chassaigne. Das ist der Kandidat der Kommunisten, also des neuen linken Wahlbündnisses, das es gab. Der liegt mit 200 Stimmen vorne. Weit vorne, aber nicht die absolute Mehrheit. Dann an zweiter Stelle ist die Kandidatin vom Lager von Präsident Macron. Das ist Yael Braun-Pivet. Das ist die Parlamentspräsidentin, die bisher auch schon die Assemblée geführt hat. Und an dritter Stelle der Kandidat des Rassemblement National. Das ist Sébastien Chenu. Der hat 142 Stimmen. Also keiner hat die absolute Mehrheit. Es gibt jetzt einen zweiten Wahlgang. Da braucht wieder der Bestplatzierte die absolute Mehrheit. Wenn das wieder nicht der Fall ist, dass keiner das erreicht, gibt es noch einen dritten Wahlgang. Also dann reicht eine einfache Mehrheit. Aber wir gehen davon aus, dass das Ganze sich noch etwas hinziehen kann. Und die Frage, die sich dann heute eben stellte, wie kommen diese doch etwas schwierigen Mehrheitsverhältnisse heute zu einer Lösung für den Parlamentspräsidenten oder die Parlamentspräsidentin? Und ist das möglicherweise ein Hinweis für die Regierungsbildung in den nächsten Wochen? Ja, wer könnte denn da theoretisch mit wem zusammenarbeiten? Welche Optionen gibt es? Ja, das ist relativ kompliziert. Also die Nationalversammlung ist nach der Wahl vor gut 10 Tagen jetzt in 3 Blöcke geteilt. Der größte Block, das sind die Linken, das ist die Nouvelle Front Populaire. Das ist ein recht breites Bündnis aus extremer Linker, aus Sozialisten, die mit der SPD vergleichbar sind, aus Grünen und Kommunisten. Die haben eigentlich erklärt, dass sie einen Premierministerkandidaten aufstellen werden, dass sie das auch verkünden werden. Das sollte eigentlich schon letzte Woche passieren. Das ist diese Woche immer noch nicht passiert, also etwas schwierig. Dort herrschen interne Machtkämpfe, insbesondere zwischen der extremen Linken und den Sozialisten. Die können sich nicht einigen. Die Kommunisten hatten schon eine Kandidatin für die Premierministerin aufgestellt. Die Grünen, die Sozialisten und die Kommunisten eine andere. Also da geht es ganz schön hin und her. Der zweite Block ist der Block von Präsident Macron. Dort sind quasi alle Parteien, die vorher mit dabei waren, aber auch einige Abtrünnige mit drin. Also da tut sich auch einiges. Und der dritte Block, etwas kleiner, ist der Rassemblement National. Und was wir heute eben auch erfahren werden, ist, wie die Fraktionen wirklich zusammengesetzt werden. In den Tagen seit der Wahl gab es dort einige Bewegungen, wer jetzt eigentlich zu wem gehört. Das wird heute auch nochmal spannend, wenn wir erfahren werden, wer wirklich bei wem mit dabei ist. Wären denn in der demokratischen Arbeit in Zukunft vielleicht auch wechselnde Mehrheiten möglich, also je nach Thema, dass abgestimmt wird? Theoretisch ist das möglich. Das ist das, was Macron ja auch vorher ab und zu versucht hat, dass er beispielsweise bei seiner Rentenreform auch Koalitionspartner aus anderen Parteien findet. Aber es wird ja sowieso darauf hinauslaufen, dass unterschiedliche Parteien miteinander arbeiten müssen. Das ist etwas, was in Frankreich relativ unüblich bisher ist. Die Linken haben auch nicht die absolute Mehrheit. Das heißt, wenn sie irgendetwas durchsetzen wollen in dieser zukünftigen Nationalversammlung, dann brauchen sie auch andere Partner. Macron hat ganz deutlich gesagt, dass er eine breite demokratische Mehrheit aus unterschiedlichen Lagern bilden möchte. Da sind zum Beispiel die Republikaner eine Option, zumindest das, was da von ihnen übrig geblieben ist, weil die sich auch aufgeteilt haben. Es könnten auch möglicherweise Abgeordnete der Sozialisten oder der Grünen mit dabei sein. Also das ist eher der wahrscheinlichere Fall, dass sich ein sehr, sehr großes Bündnis bilden könnte. Aber ehrlicherweise sind die Positionen, die inhaltlichen Positionen auch einfach so unterschiedlich, dass sich schon die Frage stellt, wie man in so einem Bündnis zusammenarbeiten kann. Wenn man jetzt beispielsweise nur mal die Rente letztes Jahr sieht, also wir hatten ja die Rentenreform hier in Frankreich, da hat Macron das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 erhöht. Im linken Lager war es ganz klar eine niedrigere Zahl, also zum Teil Menschen, die wollen, dass das Renteneintrittsalter auf 60 wieder zurückgeht. Im Bereich der Republikaner ist das ein noch höheres Renteneintrittsalter. Also die Positionen sind dort wahnsinnig unterschiedlich und das wird extrem schwierig, dort Einigkeit herzustellen. Ja, was bedeutet das alles für Präsident Macron?
Also seine Regierung ist aktuell ja noch im Amt. Er hat den Rücktritt vom Premierminister Attal akzeptiert. Ja, aber die Regierung ist geschäftsführend weiterhin im Amt. Das liegt auch daran, dass wir ja nächste Woche hier die Olympischen Spiele haben. Da will Macron Stabilität haben. Und man hat auch das Gefühl, er sitzt diese Situation aktuell etwas aus. Die Linken, ich habe das ja gerade eben schon gesagt, die zerfleischen sich wirklich gerade, wer ein möglicher Premierministerkandidat ist oder eben nicht. Und er versucht daraus doch etwas Profit zu schlagen und auch eine Mannschaft hinter sich zu versammeln. Was aber ganz klar ist, Macron hat schon Wahlen verloren. Die Europawahl ganz deutlich. Die Wahl jetzt für das Parlament, da ist auch seine Fraktion deutlich, deutlich geschwächt im Verhältnis zu vorher. Und er wird einfach ein deutlich schwierigeres Leben als Präsident haben, als das vorher war. Für ihn Mehrheiten zu bilden, wird extrem schwierig, das ist schon mal klar. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf seine internationalen Tätigkeiten, weil er einfach nicht mehr das Backing aus der Nationalversammlung hat, wie er das bisher hatte. Er muss jetzt mehr auf Parlamentarier zugehen, als das bisher war. Und er muss auch mehr auf politische Gegner zugehen. Und das ist eine Sache, die dem Präsidenten bisher nicht so leicht gefallen ist, will ich mal sagen. Aber vielleicht ja auch ganz gut für die Demokratie insgesamt. Danke, Friederike Hoffmann nach Paris.